Hallo YouTube und willkommen zu einer weiteren Folge von Satisfactory. Ja, die Bahn funktioniert langsam. Ich habe mal neu gestartet und bei Julia ist es ein bisschen besser geworden, hat sie gesagt, ne? Oder immer noch blöd? Besser geworden? Ich habe beim Zug noch nicht geguckt. Achso, da hast du noch nicht geguckt. Auf jeden Fall versuchen wir jetzt weiterzumachen hier. Das ist so geil, wenn du unten unter dieser Schiene herfährst, ne? Die macht so, obwohl die gerade aussieht, macht die so links und rechts Schlenker, so ganz kleine. Okay. MK3-Band ist. MK3 ist immer gut. Ich bin dabei, eine Platinfabrik zu entwickeln. Ich habe schon ein bisschen angefangen. Aber mit euch werde ich die natürlich fertigstellen. Hier kommt ein Splitter hin und. Hier kommt ein Splitter hin. Kabel. Kabel. Alles nehmen. Ja, Jule nimmt alles und gibt nichts zurück. Richtig, alles mal. Alles deins. Alles mal. Meins. Kann ich ja hier. Mal so machen, ne? So. Kannst auch ganz anders machen. Indem ich das Förderband ja schon da anschließe. Guck mir den Zug gerade an, er kommt immer noch ruckelt an, aber weitaus besser als vorhin. Da war ein Loch im Boden. Runtergefallen? Nein. Ich hab bitte Jetpack. Ja, genau hier muss ich auch hin. Wo das Loch im Boden ist. Ah, wenn die beladen werden, kann man sie nicht anstechen. Passt sich das? Oh. So, Julia, bin ich auf Ebene? Nee, du musst höher. Also ich bin zwar nicht Julia, aber ich stehe da so rum und sehe das. Noch höher. Bin ich da? Höher. Noch ein Stückchen. So passt. Ach, bin ich doof. Ja. Oh nein. Oh doch. Dämlich. Ja, weiß ich. Danke, mein Schatz. Ja, was ist los? Ich hab die Kabel in die falsche Position. Und da schaffst du es dann auch hier hochfahren. Ja, ich weiß. Ich hab die Kabel in die falsche Produktion gehauen. Die automatische Verkabelung hier, ne? Hier. Nein, oh Leute. Jetzt kann ich da keine Wand setzen, wie es ist. Ich weiß. Ich denke, ist die Wand weggerissen. Deshalb habe ich sie weggemacht, genau, damit du das Ding überhaupt dahin setzen konntest. Auch Schrauben. Danke, Vitas. Wie viele? Jede Menge. Bitte. Ich hab etwas über 1000 dabei. Ist nicht viel, aber etwas. Ja, ist schon mal ein bisschen was. Wo willst du die hin? Kannst du hier hinten, warte.
In dem oberen, auf dem, wo das leere Fließband hier ist. Oben links. Ja, genau. So, mal wieder hoch hier. Ja, ich hab alles voll, bis auf die eine Sache. Alter, die adaptiven Steuereinheiten, das ist aber auch... Ja, was meinst du, warum ich hier alle so viel... Kram stehen hab? So viel brauchst. Jede Menge Stänkchen hier. Ein Schräubchen raus. Weißt du was? Was denn? Wir könnten da mal Schneckchen reinballern. Wo reinballern? In die adaptive Geschichtenherstellung. Ja, irgendwo hier in den Container sind noch Batterien unterwegs. Ah, hab sie gefunden. Ich lauf grad mal hin und klopf dann mal. Wow, so ein Autosave, ne? Wenn ich Jetpack benutze, dann bin ich auf einmal 10 Meter höher. Ein Autosave kommt. Ja, solange du nicht runterfällst, geht's ja. Hier stellt der denn her? Der stellt 2 Teile pro Minute her. Ich bin mal nett. Dafür noch 25 im Inventory, die kloppen wir schon mal da rein. Oh, ersten Platinen werden schon gebaut. Jungs, sehr. Mädels. Ich wollte gerade sagen. Hier sieht es mit den automatischen Verkabelungen aus. 3,8 Teile pro Minute. Aber das frisst so viel weg, das Zeug, ne? Das ist unglaublich. Ja, das tut es wohl. 6,25 Minuten. Brauchen ja viele Platinen, kann das sein? Wer? Die Computer? Ja, allgemein. Brauchen einiges. 7,5, das wären jetzt 15, 30, 45. Wie hört sich denn 60? Wie hört sich denn 90 an? Die Minute. Ja, ganz gut. Für den Anfang. Stellt pro Dingen 2 hin, das heißt, die brauchen. Dann noch so eine leichte Produktion. Rauch, dann. So, Logistik. Bitte. Produktion. So, dafür fehlen mir Motoren und Verstärker. Ja. Irgendwo versteckte Platten rumfliegen? Oh, irgendwo in den, guck mal, in den 3 Containern, da fliegt irgendwo bestimmt noch was rum. Oder in der Box, die da steht. Okay. Sind so Müll, weißt du, das, was du nicht brauchst? Weil bis jetzt haben wir 0,5 Teile pro Minute an Produktion. Ja. Ich will die mal eben erhöhen. Also ich setze noch einen zweiten Manufaktor daneben und lass den auch... Datings herstellen. Ist es schlimm, wenn ich hier die Optik zerstöre, Jule? Nö. Dann bin ich. Das ist sowieso alles nur so, dass der Weltraumlift einfach gefüttert wird. Ja, nein, nein, praktisch. Wenn, wie das schon sagt, die eventuell die Optik zerstört, dann hatte ich doch schon letztes Mal recht.
wo ich gesagt habe, das sieht doch schon einigermaßen okay aus. Oder ist es immer so abwertend? Habe ich ja nicht gesagt. So, Latin. Organisieren. Weißt du, was wir auch mal machen müssen? Black Powder mal bauen. Das Sprengsatz und sowas kriegen. Damit wir hier diese Felsen mal wegsprengen können, wenn uns die mal blockieren. Ja, könnten wir tun, mein Schatz. Boah, oh, weißt du, wie ätzend das bei dem Game ist, wenn du irgendwas hinstellen willst und dein Maus hat nicht richtig funktioniert? Das ist bitter, ja. Sehr bitter, ey. Automatische Vergabe. Also Kunststoff wird jetzt 90 gebaut die Minute. Kunststoff? Ey, meine Platinen. Platinen. Strom hast du aber ausgereizt, ne Jule? Ja, ne? Das ist Strom. Weil man nichts mehr anschließen konnte. Ach so, ja. Das kann bei Jule schnell passieren, ja. Wo laufen die denn? Wo lagerst du die denn? Schon Container? Nein, musst du den Vent schon erst aus der Anlage nehmen. Ich baue gerade den Weg zu den Containern. Okay. Wenn das noch nicht aussieht. Wenn es nicht so schlau gewesen wäre wie ich, alle seine Kabel, die man zum Bauen benutzen könnte, in den Container gesetzt hat, der zur Weiterverarbeitung ist, dann könnte man Strom verarbeiten. Ja. Platinen bringe ich schon mal wieder mit. Jule? Ja? Machst du den Stromanschluss für mich fertig? Ja, kann ich machen. Geht nämlich nicht. Ich hab da irgendwo Draht liegen, wenn du Kabel brauchst. Nee, daran liegt es nicht. Ich weiß nicht warum, aber ich kann keinen. Doch, jetzt geht's. Und dem anderen Poller geht's nämlich. Der Manchmal, Poller war wahrscheinlich voll. Ja, so ein Bankpoller, aber ich hab nicht gesehen, dass das so war. Okay, bin ich blind.
manchmal hat man das und wundert man sich, hä? Nee, warum ist alles voll? Wieso geht das nicht? Ich esse nur ein bisschen, aber... Der Lagercontainer hier bitte hinunter. Höhe, soll ich dir Bescheid sagen, sobald ein Lagercontainer da ist? Ja, dann müssen wir erstmal produzieren lassen ein bisschen. Boah, bis dahin. Ich habe in den Anfangsbereich einen Container hingestellt und meine ganzen Sachen da reingekotzt, damit ich Kabel holen kann. Also nicht wundern, wenn da ein Container mit Krimskram steht. Ja, alles gut. Ich kann nur leider einen kleinen auch Container bauen. Container mit Krimskram. So ist es ja nicht. Wo alles Mögliche irgendwie drin rum. Also 90 Platinen die Minute, das geht wohl, denke ich. Boah. Nur mal mit Leben. Alles okay, sind immerhin neuen Computer, ne? Die Minute? Ja. Würde ja auch ausreichen. Wenn ich eine Fabrik hätte mit 4 Computern, vielleicht baue ich die Computerfabrik gleich direkt daneben, bietet sich ja an. Soll ich das mal schrauben? Aber wie du schon sagst, dass 4 Computer passt, weil dann haben wir noch ein bisschen über, wo Platinen sich stauen. Ja. Weil wir ja produzieren noch nicht so viele Rahmen und Rahmen und Computer brauchen wir ungefähr immer gleich viele dann. So, Computer, was braucht ihr denn, meine Freunde? Jede Menge. Geht, Kabel müsste ich nur bringen, Plastik hätte ich auch noch jede Menge hier. Das Einzige, was ich hier hinziehen müsste, wäre Kabel. Also die Linie, so ein Band mit Kabel, weißt du? Mhm. Und Vitis, seine Fabrik hat er ja noch. Also da ist wahrscheinlich genug Kabel zu holen, oder? Müsste. Nachproduziert hatten. Ich habe vorhin mal den Container einmal aufgeräumt. Immer aufgeräumt? Ausgeräumt. Ja, schon wieder voll. Ja, dann. Aber ich habe ihn jetzt auch ausgeräumt. Ich bin mal gespannt, ob du das überhaupt auffangen kannst, was gerade die Anlage hier entsaugt. Wegen der ersten Bahnhof. Ja. Wir produzieren 240 Kabel die Minute. Ich glaube, das klappt. Vitus, ja. Der erste Bahnhof ist schon leergezogen mit Plastik, also mit Kunststoff. Okay. Ja, ich habe da MK4-Band dran, ne? Dann kann ich das nicht auffangen. MK3-Band kann ich auffangen, MK4 nicht. Ne, MK4 benutze ich nur, damit es schneller hochkommt, aber ich brauche da selber höchstens nicht mein MK3-Band. Ich denke, MK2 würde eigentlich schon reichen. Der Verbrauch liegt bei 30, ich habe 8 Stück. Ja, das ist doch schon mal 180 Stück. Okay. 240. 140 die Minute werden verbraucht, wie das. Ja, immerhin etwas. Das habe ich nicht, kann ich nicht auffangen. Was, 240 die Minute? An was, Plastik? Ja. Ja doch, das wahrscheinlich schon, aber dann müssten wir vielleicht hinten eine schnellere Lieferung an die, Nee, das passt. So. Bei mir müssen sie aber erst noch die Container hier volllaufen, das ist das Problem. Also die Anlagen. Aber die sind, wie es aussieht, vollgelaufen. Hi, Julia. Hi.
12. Mich hier wahrscheinlich. So, jetzt brauche ich hier ins Gitter, weil ich nämlich Dinger am Rauch habe. Jule? Ja. Sind schon 50 von 100 adaptiven Steuereinheiten drin. Ja, sehr schön. Hälfte haben wir, Halleluja. Naja. Aber der baut die auch nicht so schnell, die adaptiven Steuereinheiten, ne? Nee, 2 Teile die Minute. Ja. Beziehungsweise 1,5 Teile die Minute mit einer Schnecke drin. Das heißt, alle 2 Minuten 3 Teile. Ja. Mal gucken, kann ich so ein Ding gerade bauen? Also wenn alles glatt läuft, 16 Minuten noch. Ja. Dann können wir einen Weltraumlift hier hochjagen. Ich glaube, wir brauchen jetzt als nächstes wieder neue Rotoren. Wird hier alles produziert. Was? Wird hier alles produziert, außer Computer, glaube ich, ne? Ja. Genau, für Computer gibt es eine improvisierte Fabrik. Ja, bei euch. Ja, bei uns. Weißt du, Not macht erfinderisch. Deswegen mache ich ja mal mein Inventar leer und dann laufe ich so das, was fehlt. Das sieht ja cool aus, ne? Was? Wenn du dir mal anguckst, wie in diesem Konstruktor das Ding zusammengebaut wird. In dem Konstruktor? Ja. Ja, also was jetzt fehlt hier denn? Ah, oh, wir brauchen Kunststoff. Hast du noch Kunststoff da unten, Frank? Kunststoff? Ja, der zweite Bahnhof ist ja noch komplett voll. Der wird aber nachher angeschlossen für die Computer. Ah, erstmal klaue ich ein Inventar. Kannst du machen. Aber meine Freundin, ne, der guten Vernunft, ne. Schaltet doch lieber ein bei der nächsten Folge, wenn es da heißt, mit Computer. Wir hatten derzeit die Kabel schon mal hier hinziehen. Und dann sehen wir uns auch gleich schon wieder. Bis dann, ciao, euer Posi. Okay.